Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dukes Aquaristik-Experimente. Ich bin einmal mehr im Auftrag der Aquaristik unterwegs, und zwar bin ich heute mal wieder beim Fabian von Scape Factory, und der erklärt uns mal, wie man mit Hilfe von bestimmten Filtern Wasser vollständig neu wieder aufbereiten kann. Und da wünsche ich euch wie immer viel Spaß dabei. Ja, hi. Dann wollen wir uns unterhalten über die sogenannten Kationentauscher, Anionentauscher. Was machen die? Wie arbeiten die? Wie kriegen wir eigentlich genau das Wasser hin, was wir haben wollen? Und ich glaube, da gehen wir mal ein bisschen näher ran auf die Sachen, dass wir die ein bisschen sehen und anhand dessen das erklären können. Genau. Wir haben jetzt mal ein paar Sachen erstmal aufgestellt. Ich glaube, dass wir erstmal vielleicht die Einleitung sagen, warum, wieso, weshalb brauche ich eine Wasseraufbereitung. Wir kennen ja jetzt aus Dukes Aquaristik Experimente groß und breit den Stickstoffkreislauf, wissen halt, dass der Filter in der Regel da aufhört, wo Nitrit in Nitrat gewandelt wird. Und wir müssen immer eins überlegen, was passiert, wenn in unserem Leitungswasser aus der Leitung schon sehr, sehr viel Nitrat rauskommt. Es kann auch oftmals sein, dass wir eine große Nitratansammlung haben. Wir nehmen einen Teil raus, bringen dann wieder neues Nitrat mit neuem Wasser rein und verdünnen im Grunde nur die Konzentration. Manchmal passiert es sogar, gerade wenn man vielleicht auf dem Land wohnt und irgendwo ein Leitungsbohr ist und dann wird aufgeklort bis zu Grenzwerten. Wir dürfen bis 50 Milligramm Nitrat pro Liter im Trinkwasser haben. Da kann es halt passieren, dass die Konzentration im Wechselwasser höher ist als die, die wir eigentlich im Aquarium haben. Und damit würden wir natürlich vollkommen kontraproduktiv arbeiten und wahrscheinlich auch dem Biohome mehr Arbeit machen, als es eigentlich haben müsste. Ja, vor allem dieser Effekt, der Verdünnungseffekt ist dann nicht mehr da. Ne? Ja. Du verschlechterst praktisch durch den Wasserwechsel deine Wasserqualität. Genau, und da geht es halt wirklich dann darum, die Sachen halt wirklich rauszuziehen und zu schauen, wie kriegen wir reines Wasser hin. Wir haben hier mal ein bisschen was hingestellt. Hier muss man natürlich gleich gestehen, da kommt ein spezieller Pumpenkopf drauf. Dadurch, dass wir sehr spontan das Video gemacht haben, haben wir jetzt den Pumpenkopf gerade nicht da. Wollen das Prinzip aber mal eigentlich erklären. Und wenn wir hier über die Kationen und die Anionentauscher sprechen, müssen wir mal gucken, wie weit wollen wir in die chemischen Vorgänge reingehen. So, dass man ein bisschen das verstehen kann. Ein bisschen verstehen, worum es geht. Okay. Im Grunde ist es so, wir haben unser Aquarium, Nitrat wird produziert, wir haben gewisse Härten drin. Dazu, was Härtebildner sind, sind zum Beispiel Natrium, Magnesium, Kalium, Calcium, und die gilt es dann erstmal rauszubekommen. Wie kriegen wir die eigentlich raus? Wir würden an unserem Filter, das machen wir in der Regel immer im Bypassbetrieb, das heißt an der Druckseite des Filters, würden wir ein T-Stück installieren. Das heißt, hier kommt der Außenfilter rein. Das Wasser strömt normalerweise hier oben Richtung Aquarium. Jetzt zweigen wir hier aber ein Stück Wasser ab. Wir nehmen extra einen Kugelhahn, damit wir auch einstellen können, wie viel Wasser wollen wir eigentlich abzweigen, wie viel Durchfluss möchten wir hinterher haben. Wo geht dieses Wasser denn jetzt hin, was wir abzweigen? Das würde in die erste oder geht in die erste Filtersäule bzw. den ersten Tank. Und in diesem Tank wird dann ein Harz reingefüllt. Hier haben wir jetzt unseren besonderen Schwebeteilefilter, da können wir gleich auch noch was zu sagen. Wenn wir uns mal oben bei dem Kleinen den Kopf angucken, sehen wir, ich glaube hier, dass es einen speziellen Einlauf hat und Auslauf hat. So, wenn wir schauen, kommt von hier das Wasser. Ich gucke mal, dass wir es richtig drehen. Hier ist halt die Öffnung. Kommt das Wasser rein, geht hier von unten durch und kommt oben hier wieder raus, aus dem Ausgang raus. Was macht dieses Harz, was da drin ist? Wie funktioniert das? Dieses Harz, ich glaube, man kann es jetzt gut vorstellen, ähnlich einer Erdbeere. Die Erdbeere ist rot und hat ganz viele kleine Körner und Punkte. Das wären sogenannte Andockstellen. Dieses Harz ist aktiviert worden mit einer Salzsäure. Es ist eine 10%ige Salzsäurelösung, woraufhin an diesem Harz sogenannte diese H-Plus-Ionen anheften. Das heißt, da sind Wasserstoff-Ionen dran. Und dieses Harz sagt sich dann, ich ziehe gleich geladene Teile an. Das heißt, das tauscht die auch aus. Es zieht die an und hat einen H-Überschuss und gibt diesen H-Überschuss wieder ab.
Somit wird dann an dieser Erdbeere, an den Andockstationen, das Kalium und das Calcium halt gebunden. Das überschüssige Wasserstoff wird abgegeben. Jetzt haben wir aber dann ein Wasser erzeugt, was sehr, sehr viel Wasserstoff enthält. Wasser mit einem Wasserstoffüberschuss hat einen pH-Wert von pH 2 bis pH 3. Wäre also für die Aquaristik noch überhaupt nicht geeignet, ein sehr saures Wasser. Und wir haben gerade erstmal die positiv geladenen Teilchen rausgezogen. Jetzt geht es darum, die negativen Teile rauszuziehen. Das heißt, wenn wir als Beispiel unseren Filter haben, das Wasser geht halt rein, runter durchströmt das Harz, kommt hier oben raus, hier kommt das Wasserstoff angereicherte Wasser raus. Jetzt nehmen wir eine zweite Säule und da kommt das Wasser wieder am Eingang rein und geht in ein anderes Harz. Dieses Harz ist ein sogenannter Anionentauscher. Das heißt, hier werden negativ geladene Teilchen angesammelt. Diese wird aktiviert mit einer Natronlauge von 4% Natronlauge. Das heißt, wir haben einen Überschuss wieder da und es werden dann Teilchen angezogen wie Nitrit, Nitrat, Hydrogencarbonat, Chlorid und Sulfat. Und am Ende kommt dann raus das Chlorid, was eigentlich in der Überladung da war, also ein OH. Beim ersten kam raus ein H, Wasserstoff H. Und beim letzten kommt raus ein OH. H und OH ergibt H2O, das Wasser. Haben wir reines Wasser. Reinst Wasser. Ganz klar. Ja. Man kann ja sagen, das ist an der Udesauer extrem oder so. Ne? Das ist im Prinzip das, was du aus destilliertes Wasser im Laden kaufen würdest. Ne? Da ist wirklich alles raus. Ja. Und es geht halt gerade darum, dass wenn ich das Wechselwasser, dass ich das halt entsprechend erstmal aufbereite. Was hast du noch so für Möglichkeiten? Hast du hier noch andere? Genau, das ist so im Grunde Filter, wie wir ihn hier haben. Im Grunde auch mit der, das sind halt so Harze, vielleicht können wir mal zeigen, wie die ungefähr aussehen. Mhm. Die haben halt, man sieht, dass das sehr, sehr feine Kugeln sogar sind. Die haben halt noch mehrere Vorteile. Erstens, aufgrund ihrer Kugelform halten die sowieso schon einiges an kleinen Teilen auf. Das sind so zum Beispiel so Regenerationssalze, da kann man alles Mögliche eigentlich nehmen. Zum Beispiel Nitratharz wird mit einer 10% Kochsalzlösung regeneriert, damit dann rückgespült. Kann man auch Spülmaschinensalz etc. nehmen. Hier bei dem Filter ist es jetzt so, das sind so die einfachen, die haben so ein Fassungsvermögen ungefähr 1,5 Liter. Jetzt bei einem Nitratharz reichen die für Aquarien 150 Liter bis 200 Liter. Haben aber halt den Vorteil, dass die mit einzelnen Patronen beladen werden können. Das heißt hier zum Beispiel, wenn wir den aufmachen, hier haben wir jetzt einen mit Aktivkohle, den man reinmachen kann. Man kann natürlich auch die Patronen selber auch noch öffnen und aufschrauben, anderes Filtermaterial reintun, packt das rein, schraubt den zu und kann dann wirklich im Bypass per Aktivkohle sich Medikamente rausziehen. Ich glaube so, dass die Besonderheit, die wir bei dem jetzt haben, man kann ihn zum einen halt auch mit Mischbettharzen, mit Anikati befüllen. Wir können aber auch wirklich Schwebteile im Feinsten rausziehen. Ja. Und hier haben wir halt spezielle Filter, der hat halt von innen ein Sieb und außen ist er gewickelt worden. So, der ist halt so gewickelt, sehr, sehr engmaschig gewickelt, dass natürlich mit jeder Wickelung unterschiedlich gekreuzte Stellen sind. Das heißt, den stellen wir rein, schrauben ihn zu und auch den können wir jetzt wieder im Bypass mit so einem Bypass-Fitting entsprechend laufen lassen. Wasser kommt rein, läuft in das Gehäuse rein, geht durch das Gewickelte durch, kommt oben wieder raus. Das Schöne daran ist, die sind sogar geeignet für die Wasserleitung selber. Mhm. Das heißt, die halten auch wirklich ordentlichen Druck und Durchfluss aus. Die haben auch dann dadurch eine sehr, sehr lange Standzeit. Wenn wir jetzt wirklich sagen, im Aquarium haben wir halt wirklich Schmutzwasser im Vergleich zum normalen Leitungswasser, sind wir Pi mal Daumen dabei, ich sag mal 10 Euro alle 6 Wochen, 5 bis 6 Wochen. Und dafür haben wir aber wirklich super sauberes Wasser. Selbst wenn der. Das ist dann wirklich so der, sag ich mal, dass es nicht mehr siehst, das Wasser. Ne? Ja, das war wirklich nichts mehr drin. Und völlig ohne Chemie. Das ist ja ohne Chemie jetzt. Genau. Das ist wirklich nur
fein. Ja, wer noch eine Stufe mehr haben will, kann natürlich die nehmen. Manche halten auch zwei nebeneinander, ziehen hiermit schon grob raus, hiermit wirklich das Feinste. Die sind zum Teil auch interessant bei Sandaquarien. Auf die Idee kam ich, du warst mal bei jemandem mit Geophagus. Ja, Dennis, genau. Genau, für ihn hatte ich nämlich auch einen Filter gebaut, den er bald zeigen will. Und da kam er auf die Idee, dass immer noch Schwebeteilchen immer da sind, dass man die auch rausziehen sollte. Das funktioniert halt damit. Der kann im Endeffekt mit allem Möglichen beladen werden. Man kriegt natürlich die Patronen in leer, schon bestückt. Kann man sich halt so ein bisschen seinen Filter bauen mit Wandhalterungen etc. Ne? Funktioniert aber auch, dass man sagen kann, einmal Anion, einmal Kation und benutzt das für ein Aquarium roundabout 200 Liter. Kann man das ganz entspannt mit so einem Klicksystem, man würde jetzt sagen Gardena-System, das ist jetzt nicht Gardena, es sind unsere Quick-Konnektoren, die sind nicht von Gardena, haben aber den gleichen Zweck. Da kann man sie halt per Schlauchbrücke anschließen, also zweimal einen Klicker dran mit Schlauch zwischen und dann wieder zurückführen ins Aquarium. Für die großen Aquarien, da haben wir wirklich die Teile hier. Es gibt einige Filtersäulen, die sind aus, wir haben auch welche, die aus Acrylglas gefertigt sind. Manche bauen die aus Acryl und ja, PVC. Den Glasperlenfilter. Genau, da hast du den Glasperlenfilter von. Optisch eine schöne Sache. Sie sind relativ lang und damit ist die Durchströmzeit des Filtermediums ganz gut. Einen Nachteil gibt es. Einmal gegen die Nitratsäule gegengehauen, die ist falsch umgefallen, ist das Ding gerissen, ist es kaputt. Passiert bei diesen Teilen nicht. Die sind vor allem mit dazu noch die normalen Säulen, die man so in der Regel bekommt, die sind vielleicht ausgelegt auf einen Druck bis maximal 1 Bar. Dann war es das schon. Mhm. Es gibt leider oft Kunden, obwohl man riesen Hinweise macht und sagt, zum Rückspülen nicht an die Hauswasserleitung anschließen. Und die machen es trotzdem. So, und je nach Etage, wenn man im Erdgeschoss wohnt, da kommen vielleicht mal 7 oder 8 Bar an, dann macht das Peng und dann ist der Deckel an die Decke geflogen. Bei dem hier sagt jetzt der Hersteller, wäre druckresistent für 9 bis 10 Bar. Das kommt in den meisten Hausanschlüssen nicht. Ich würde ihn sowieso zum Rückspülen nicht anschließen, weil das Rückspülen, wie funktioniert das? Und wie, da sind wir auch nochmal bei der Regeneration. Wir haben gesagt, Anion, Kation können wir regenerieren. Wir würden auch einen Glaskugelfilter rückspülen. Das heißt eigentlich nur, dass wir, wenn wir hergehen, wir haben hier unseren Außenfilter, also an innen haben wir ja Druckseite Außenfilter dran, hier geht es zum Aquarium raus. Wir tauschen die Schläuche einfach. Das heißt, von außen nach innen wird gegengespült. Der Dreck liegt ja in der Regel oben auf dem Filtermaterial auf, der wird dann rausgepustet. So klappt das hier auch. Das machen wir in der Regel einfach mit dem Außenfilter. Beim Regenerieren hast du dann halt das Salz. Eine separate Pumpe, genau. Eine separate Pumpe. Wenn wir jetzt sagen, was ich zum Beispiel mit Nitratharz, ist es ja die Kochsalzlösung, also ein Teil Salz auf 9 Teile Wasser. Dann nimmt man eine kleine Pumpe und zieht die durch. Am besten eine mehrwassertaugliche Pumpe, was ich, eine Sitsche-Pumpe oder eine Neva-Pumpe und halt rückspülen. Bei dem ist halt auch bei den mechanischen nur zur Klarheit geht das nicht. Die sind dann separat. Nein, die sind dann, wenn die zu sind die zu. Dann kommt da auch nichts mehr und dann schraubt man Deckel auf, macht das neue rein, schraubt zu. Das ist eine Sache von 2 Minuten. Ja, hat man gut, das erledigt. Schneller. Ne? Bei dem ist halt der Vorteil, egal womit man sie befüllt, sie gibt es auch in diversen Größen. Hier haben wir jetzt 5 Liter. Würden wir 2 von den 5 Liter Tanks, oder wir nehmen 2 von den 5 Liter Tanks, wie viel Liter hat dein neues Aquarium? 800. 800, ja, die können wir locker eine ganze Zeit mit betreiben. Wirst du ja später eh über den Leitwert noch mal ein bisschen kontrollieren, wie sich die Werte verändern. Würden wir 2 Stück davon nehmen, einmal Kation, Anion, haben wir wirklich ein paar Wochen Ruhe. 5 Liter geht hoch bis 50 Liter, eigentlich man könnte bis 100 Liter, braucht kein Aquarianer. Mhm. Wir können aber wirklich sagen, wir nehmen 2 20 Liter Tanks und können für ungelogen in 5000 Liter Becken damit als Kati oder Anni nutzen mit Nitratharz, mit sonst was. Also das ist wirklich in der Größe dimensionierbar. Ne? Es muss natürlich immer so sein, dass der Außenfilter auch die Kraft hat, diesen Umweg zu gehen. Wenn er die Kraft nicht hat, dann sollte man halt zusehen,
dass man irgendwo hier an diesem Punkt eine Pumpe zwischenschließt, die halt einfach von hier aus ein Stück das Wasser mit rauszieht und das beschleunigt. Da wird schon was vorfüllen. Genau, oder halt wirklich ein extra Rad. Geht natürlich auch. Ne? Pumpe ins Aquarium rein, zum Beispiel schön in den HMF rein, dass kein Dreck angesaugt wird. Die zieht es hoch in das Ding rein, aber wir wollen gar nicht so viel Durchfluss haben. Ja, Nitrat-Phosphat-Filter wird zum Beispiel maximalen Durchfluss von einem Beckenvolumen pro Tag. Naja. Und das ist gewollt, dass wirklich nur so ein kleines Rinnsal da reinkommt. Das Schöne hier dran ist, man sieht es halt schon an der Bauart. Das Ding hat einen Fuß. Es kippelt, klar kann es mit viel Wucht noch kippeln, aber eigentlich steht es mit dem Fuß sehr sicher. Der ist mit, es ist ein GFK-Tank, das heißt, die sind mit einer Glasfaser umwickelt worden, dann mit einem Harz bearbeitet. Das Ding kann auch mal umfallen. Der hat innen noch einen Kunststofftank, der halt auch eine Säure- und Laugenresistenz hat. Die brauchen wir halt, um, wenn man gerade sagt, wir haben einen pH-Wert von 2 bis 3, das muss das Innenleben halt aushalten. Ja, für die Regeneration. Das heißt, wir arbeiten immer mit leichten Säuren und Laugen. Das macht auch nicht jedes Material mit, beziehungsweise setzt das immer nach einer gewissen Zeit an. Der ist wesentlich druckresistenter, sagt man, also bietet da deutlich mehr Vorteile. Ist natürlich optisch eine Geschichte, wo man sagt, den packt man in den Unterschrank. Ja, sowieso eigentlich. Ne? Aber das Ding steht und steht und steht und läuft und läuft und läuft. Für wirklich alle möglichen Aquarien, kann mit allem möglichen befüllt werden. Hat halt einfach einen speziellen Pumpenkopf, der dann auch wieder mit so einem Klicksystem arbeitet. Im Endeffekt ist es so, damit man sich das vorstellen kann, dieser Kopf hat diese Stecksysteme, da geht ein Steigrohr, geht ein Rohr nach unten und an diesem Rohr sind ganz feine Siebe dran. Man kann vielleicht hier so ein bisschen die ganz feinen Lücken erkennen, das sind typische Harzfängersiebe, die wir halt auch für unsere Acrylsäulen haben. Ja, auch nochmal einer fürs Rückspülen. Zeige ich das dann sowieso nochmal bei mir dann in anderen Videos. Ja, aber ich glaube, du hast, noch das alte Modell, ne? Da sind noch die Glasperlen. Ja, aber da hast du, glaube ich, noch Stahlsiebe drin. V4 also Stahl. Ja. Ist es dann auch so, das Wasser kommt von oben rein und hier ist ein Steigrohr drin, wo unten das Sieb dran ist und da kommt das Wasser dann oben raus und aus dem anderen Teil wieder raus. Kann auch, wie gesagt, mit allem Möglichen schon befüllt werden und da ist wirklich bis oben hin offen. Für die kleinen Aquarien sollte man schon vielleicht eher die hier nehmen, da wäre das schon der Overkill. Ich meine, es geht auch, aber es wäre halt unnötig. Da reichen wirklich schon die kleinen. Manche Harze, das gehört halt auch zu dieser Wasser. Ist ja aber auch schon so, dass es bei großen Aquarien natürlich mehr Sinn macht, wenn du jetzt Wasserwechsel sparst und wenn überhaupt das Handling, das ist ja dann mit manchen Filtern schon gar nicht mehr machbar, muss man schon sagen. Also es ist schon tendenziell eher für größere Aquarien, kann man schon so sagen. Ja, klar. Glück hat, aber da, wo sich das dann auch schneller akkumuliert, würde ich sagen. Ne? Also man kann es auch für kleine zum Teil machen. Das kommt immer auf die Harze an, die man verwendet. Wie 10 kleine habe ich gar nicht einfach. Wir haben hier jetzt zum Beispiel auch ein Harz. Das ist jetzt so ein Nitrat- und Phosphatharz, was so beides rauszieht. Ich kann das letztendlich auch in den Filterstrumpf packen und den hänge ich einfach ins Aquarium rein. In der Nähe vom Auslass, dann würde das auch nochmal rausziehen. Das geht mit den anderen Harzen. Da gibt es halt viele Varianten. Es gibt Harze, womit ich nur die Carbonathärte rausziehe. Es gibt Harze, die speziell Eisen binden. Für Chlor gibt es noch welche. Da gibt es eine riesen Palette, was man alles benutzen kann. Muss natürlich mal gucken, welche Stoffe geben die ab. Sind die halt für Fische und für Aquarien geeignet? Und auch bei Kationen, Anionen, Mischbettharz. Mischbettharz haben wir auch noch nicht gesprochen. Mischbettharz ist im Endeffekt der einzige Unterschied zum Anion- und Kationtauscher ist, er kommt mit einem Tank aus. Ich brauche keine zwei Säulen, weil das ist eine Mischung aus Anion- und Kationtauscher. Der Nachteil ist aber, es ist zwar regenerierbar, für den Laien aber nicht zu bewerkstelligen. Der Laie muss halt die Sachen erstmal, die Harze voneinander trennen und dann kann er sie erst regenerieren. Ist halt auch hantieren mit Werkstoffen, die man dem Laien nicht zutrauen sollte. Da ist es dann so, es ist aufgebraucht.
Wir bieten jetzt zum Beispiel einen Austauschservice an. Das heißt, wir schicken halt erstmal, man kauft das neue Harz, das ist so ein Pfandsystem. Mhm. Man kauft das neue Harz, schickt uns das alte zurück. Wir schicken es an den Hersteller und der regeneriert es dann. Und dann gibt man so ein bisschen die Gutschriften hin und her und hat dann einen Austauschservice. Ist natürlich für die, die Platz sparen wollen, sinnvoller. Aber natürlich etwas kostenintensiver, wenn man echt regenerieren muss. Mhm. Ne? Und du hast halt einfach nicht den Platz, dann musst du es ja machen. Ne? Ja, dann musst du es machen. Genau, wenn halt. Das ist ja auch so ein Vorteil von so einem System, dass es im Vergleich zu, wenn man das biologisch jetzt machen wollte oder mit einem anderen System, ja, der Platz wird auch noch größer, muss man ja sagen. Ne? Also ja. Wenn ich jetzt Nitrat abbauen will, das geht natürlich auch ohne die, aber dann habe ich halt bei entsprechend großen Becken, komme ich dann vielleicht nicht mehr hin, ne? Mit, ja. Also je nach Schrank halt auch. Ne? Manche genau. haben nur einen ganz kleinen Unterschrank unten, haben es schon alles vollgepackt, das ist schon voll mit, weiß ich nicht, Futterschläuche, was war das? Ja, was man alles reinschmeißt, was man nicht sehen soll. Da sind die natürlich schon bei den größeren. Es gibt welche, sagen auch, ich stelle mir den daneben. Ist halt eine Geschmackssache, ne? Ob man es jetzt schön findet oder nicht schön findet. Ich würde es mir halt nur in den Schrank stellen. Die gibt es halt leider nicht in komplett schwarz oder so. Das wäre, glaube ich, noch sehr schön. Man braucht halt Platz, klar. Die kleinen sind schon ein bisschen angenehmer. Die können wir halt mit einer Wandhalterung auch in den Unterschrank reinschrauben. Aber reichen nur bis zu, welcher Größe würdest du jetzt mal so schätzen? Maximal. Ja, wenn ich den jetzt als Anikatte nehme, sind wir so bei 150, 200 Liter Becken. Im Grunde ist das immer schwer zu sagen. Ich kann, selbst wenn ich hier einen Anion-Kationentausch an der Größe habe, kann ich sagen, den kannst du für ein 50 Liter Becken nutzen, den kannst du auch für ein 3000 Liter Becken benutzen. Die Frage ist, welchen Komfort möchtest du haben? Wenn man lässt so ein 50 Liter Becken laufen, bis das Harz erschöpft ist und regeneriert werden muss, ist vielleicht ein Jahr vergangen. Nimmst du das 3000 Liter Becken und lässt das da dran laufen, ja, dann musst du da auch damit leben, dass du alle 2 bis 3 Wochen dein Harz regenerieren musst. Ja, und so macht man auch ein bisschen ab, was im Becken ist. Ganz genau, und das auch noch, welcher Besatz ist. Oftmals kommt immer die Frage, ihr bietet das an, was ist denn das richtige Harz? Ich will mir das Harz selber kaufen, was brauche ich dafür? Das ist schon eine Besatzfrage, weil nicht alles immer gleich funktioniert. Unterschiedliche Anforderungen, Temperaturanforderungen, manche können im Diskusacker um 30 Grad betrieben werden, manche nicht. Da lohnt es sich halt immer, uns halt anzusprechen und echt zu sagen, den Besatz habe ich, ich möchte sowas halt haben, wie kann man es nutzen? Oder welches Harz packen wir rein oder ne, wir starten den direkt damit aus. Genau. Okay, ja, da bedanke ich mich bei dir auf alle Fälle für die Information. Wie gesagt, ihr werdet auch noch weiterhin sehen, wie ich das bei mir dann auch einsetze. Vielleicht nicht alles, aber bestimmte Sachen werde ich schon einmal ausprobieren. Und deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, Abo nicht vergessen, Daumen hoch wäre super. Ja, und das war's dann schon heute. Bis demnächst bei Dux Aquaristik-Experimente.